So. Oh, Skelett, wir wurden direkt begrüßt. Wir brauchen auf jeden Fall Feuer. Ich mag irgendwie gerade gar nicht dran denken, was uns hier begegnen wird und was nicht. Okay, Stalagmiten und Stalaktiten. Für die Leute, die sich das nie merken können, ne, welche von diesen Zapfen Stalagmiten und Stalaktiten sind. Ja, wie so ein T, der Stamm, der hängt nach unten und deshalb sind das die Stalaktiten. Ja, und die Stalagmiten, die wachsen wie ein M spitz nach oben, die wachsen so. Nur mal eben so am Rand. Okay, der Boden ist hier echt ein bisschen eklig. Ey, das sieht wirklich so aus auch. Das ist so geil gemacht alles. Sau gut, Freunde. Sau gut. Wow, was war das? Neues Lager entdeckt. Mhm. Wir könnten ja mal gucken, ob wir... Wir gucken mal einfach. Gott sei Dank hat Ross mich trainiert. Oh. Die vielen Märsche und Kletterpartien. Es ist fast so, als hätte er mich die ganze Zeit auf so etwas vorbereitet. Es ist klar, dass hier Menschen leben. Und sie sind organisiert. Sie töten und rekrutieren. Aber warum? Es ist wie so eine Art Kult. Aber was für ein Kult? Was wollen sie? Wonach suchen sie? Okay, bist fertig mit Quatschen, Lara? Dann kann ich nämlich gerade mal gucken, welches wir an deinen neuen Fähigkeiten dann jetzt mal meistern. Okay, die Sachen sind alle geschlossen. Das heißt, das können wir alles noch gar nicht. Munitionsgesetzen, sie die Beutel und Taschen effektiv an, können sie mehr Munition transportieren. Nehmen wir das auf jeden Fall. Ne? Und dann würde ich sagen, machen wir das auch noch. Dann haben wir mehr in diesen... wenn wir konzentriert sind, haben wir mehr halt... Genau... können wir hier besser schießen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Ja. Alles Weitere lernen wir dann beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Ja, sicherer Schuss. Okay, jetzt sind hier noch ein paar Sachen. Schrotflinten-Experte. Ja, bis dahin wollen wir irgendwann mal kommen. Ja, Ausrüstung. Ansehen. Da können wir jetzt den Bogen nochmal verbessern eigentlich. Genau. So, dann haben wir jetzt direkt wieder einen verbesserten Bogen. Und können da auch wieder einiges mehr, denke ich mal, mit dem Bogen reißen. Ja, dann, ich wollte gerade sagen, wir brauchen wahrscheinlich hier eine Fackel, aber die wird jetzt ausgehen. Jop. Wunderbar. Hm. Vergoldete Figuren. Diener der Sonnenkönigin. Hm. Ich würde sagen, das Ding. Aha. So. Dann, jetzt nachdem das da unten hängt, können wir uns da dran hangeln und vielleicht dann weiter nach vorne kommen. Ist hier sonst noch irgendwas? Opfer, Mord. Es gibt keine Berichte über derartige Rituale im alten Yamatai. Außer sie wurden aus allen Unterlagen entfernt. Spricht die wirklich, wenn das hier so gesagt wird? Also bewegt die dann die Lippen? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ups. Jo. Ja, klar. Da müssen wir wahrscheinlich mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Wir müssen das Gewicht hier von den Dingern ändern.
Wie machen wir das denn am besten? Kann ich meine Fackel hier irgendwo dran anzünden? Vermutlich nicht. Wieso? Na, das geht doch. So. Und dann dürfte doch gleich das Gleichgewicht hier wieder hergestellt sein, oder? So dass ich da gemütlich das Ding hier als Fahrstuhl benutzen kann. Aha. Und wenn ich jetzt doch auch noch das Ding hier runterschubse. Genau, ab nach oben. So genau habe ich mir das gedacht. So. Zumindest ein Stück weit. Kann ich da dran springen? Nein, kann ich nicht. Doch, kann ich wohl. Verdammt. Jetzt habe ich mein neuestes Item da gar nicht in. Guckt euch mal die Wand an. Die ist so ein bisschen porös. Ne? Und da können wir nämlich wohl dran springen. Wenn wir jetzt da hinspringen. Ja. Genau. Und dann den hier drücken. Haben wir nämlich unseren Haken. Muss man jetzt irgendwie immer alles mit einberechnen, was man da an Items hat. Das ist natürlich sehr cool. Auch wieder mal. Das könnte zu Ehren ihrer Priesterin gebaut worden sein. Unglaublich. Bah, was für ein Scheiß hier auf dem Boden ist, ey. Hübsch. Was habe ich jetzt? Abdurchsuch. Yeah, da sind noch viele andere Sachen drin. Willst du nicht alle mitnehmen? Ja, wobei, wird vielleicht ein bisschen schwer. Ne? Und jetzt? Wie komme ich hier weiter? Ich muss doch da lang? Was war das? Hier war irgendwas. Ah ja. So dachte ich mir das. Und bin ich jetzt hier fertig, oder was? Aber dabei, ich habe doch noch gar nicht das, okay. Ja, dann gehen wir jetzt mal gucken, wie das hier mit der... Oh, was ist das? Dann gehen wir halt mal jetzt gucken, wie das hier mit der Dingens aussieht. Mit der Antenne, die wir da anbringen sollen. Das ist einfach mal ekelig. So. Puh. Erklimmen Sie den Dingensbumswall. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Hier zum Beispiel. Irgendwie da hochkommen. Wir haben jetzt zum Glück unseren Haken, also werden wir es schon irgendwo schaffen. Ja, da bin ich ganz zuversichtlich. Okay, und wir haben auf jeden Fall auch... Ich könnte da rüber sprengen, da dran und dann da hoch. Das ist, glaube ich, auch der Weg, den wir gehen müssen. Oh. Hart. Nichts! Nichts! Hier oben ist niemand! So weit raus!
Raum schafft niemand! Meinst du? Sollen wir zum Bunker zurückgehen? Nein, wir warten den Sturm ab! Alles klar! Okay. Ich warte, bis die sich ein bisschen beruhigt haben. Gehen wir rein! Genau, geht mal rein. Wo gehst du hin? Das ist eine gute Idee. Wir haben Zeit. Warum nicht entspannt? Später kriegen wir bestimmt wieder Wrackdienst. Wofür sie ihn wohl benutzen? Was? Den Funkturm? Ja, der funktioniert noch, oder? Vermutlich. Die Leute von uns bewachen ihn. Fatima Files will nicht, dass wir ihn jemand sehen. So. Glaubst du, er hat Verbindung zur Außenwelt? Warum glaubst du, dass kein Überlebender ist so weit? Okay, der wäre damit schon mal ausgeschaltet. Wir haben immer genug Vorbereitung. Fatima Fires, ey. Na, gucken wir uns erstmal das Buch an. Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar, Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen. Doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt. Die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte schwieriger werden als erwartet. Hm, interessant. Also ich finde wirklich sehr cool, wie die ganzen Botschaften und so, wie man da so ein bisschen mithören können, was da alles mal wie passiert ist und so. Ab wann sieht der uns? So, wir sind jetzt hier drüben. Oh, der Kollege kriegt uns gar nicht mit, oder was? So, nein, kriegt er nicht. Mal ein Stück höher gezielt eben und dann dem 1-Fix-3 die Rübe weggeschossen. Ah, hier ist wieder so ein Geo-Dingsbums. Ein Hühnchen! Ein Hühnchen! Hätten wir dem eigentlich auch, ja, wir hätten ihm auch die Lampe auf den Kopf schießen können. Okay, gut. Das ist natürlich eine Alternative. Da genauso. Okay, gut. Da muss ich ein bisschen mehr dann nach Aussicht halten, nach solchen Dingern. Ah, guck mal. Irgendwas gefunden? So. Sind wir wieder eine Etage höher. Schön. Was haben wir denn hier? Eine Art Mörser und Stößel. Wahrscheinlich für das Zerreiben von Heilkräutern. Hm. Interessant. Ah, da ist wieder so eine Wand. Okay. Ob ich darüber muss jetzt schon? Ich denke mal... Ah, ich habe keine Fackel mehr. Ah, da drüben kann ich die anmachen. Hoffe ich zumindest. Ja, okay. Machen wir mal unsere Fackel an. Besorgen uns hier auf jeden Fall auch noch die Gegenstände. Und
starten mal den Schrein hier vorne. Gucken, was wir damit anstellen können. Ups. Na komm, mach ran. Düdüm, düdüm, düdüm. Zwei Statuen erleuchtet. Zwei von zehn. So, ich gehe jetzt nochmal ein Stück hier runter. Weil hier unten, auf der Seite, genau hier, war nämlich auch nochmal so eine Box. Und die will ich einfach mitnehmen. So. Die konnte ich einfach nicht zurücklassen. Geht nicht. So. Jetzt, nachdem wir das haben. Okay, hier ist es also nicht möglich, da hochzugehen, weil es ist zu glitschig. Ich mache nochmal eben meine Fackel an. Nein! I didn't want to! So, ah, cool, da kann man auch überall hoch. Wie komme ich jetzt als nächstes? Ich sehe schon, da drüben wieder hoch. Und jetzt hier an der Wand entlang, oder was? Na wunderbar. Das gerade bei mir, ey. Ich Captain Quicktime Event, ey. Da drüben dann weiter oder kann ich hier noch irgendwas machen? Ups. Ich weiß nicht, wofür das ist. Keine Ahnung. Den Statuen kann ich anscheinend auch nichts reißen. So. Dann gehe ich halt weiter. Ich würde sagen, die nutzt ihre Bergsteigerausrüstung auf jeden Fall vollkommen aus, oder? What? Willst du mich verarschen? Alter Finne! Lara, bist du da? Was für Lara bist du da? Wer ist da? Reyes, wo bist du? Hast du Sam gefunden? Wir verfolgen ihre Spur. Gut. Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Aha. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Jo. Hey, hey! Aufpassen, ein Einzelblick! Bitte! Das muss alles nicht sein! Hey, seid ihr behindert? Dafür sterbt ihr. Ja, richtig. So, bleib stehen jetzt. Los, Mann. Kopf raus. So. Tschüss. Ihr bringt uns alle um. Ja, selbst schuld. Die Lara hat gerufen. Es muss alles nicht sein. Bla, 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 bla. Aber nein, ihr wolltet ja nicht hören. Selbst schuld. Wenn ihr nie auf das junge Mädel hören wollt. So, was hast du denn für mich? Yeah, eine Kiste. Mal was Neues. Was ist das für ein scheiß Geräusch? Wieder Wölfe? Scheiße. Was ist denn das hier?
Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Nee, echt? Stahlkonstruktion und so. Mitten im Nirgendwo. Kommt mir auch nicht ganz koscher vor.